Michael, wir fahren mal das Adrenalin etwas runter, kurz nach dem Spiel. Die beiden Saar-Pfalz-Derbys, zweimal unentschieden gespielt, heute 0-0 in Homburg. Man kann sagen, zwei Punkte geholt, müsste man zufrieden sein? Ich bin zufrieden, also im einfachen Grund, weil heute, gerade das Spiel heute, hat gezeigt, dass die Mannschaft mit einem wahnsinnigen Willen gespielt hat. Der Einsatz war überragend. Wir haben noch die spielerische Komponente gefehlt im Endeffekt, um vielleicht dann hier das i-Tüpfchen draufzusetzen. Aber ich denke, wir können mit dem Punkt sehr gut leben. Den haben wir uns auch reichlich verdient. Ja, so denke ich auch. Du hast die Abwehr heute etwas umgestellt. Der Markus Lechner hat meiner Meinung nach auf der Außenverteidigerposition ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, wir haben 0-0 gespielt. Die 0 steht auch hinten. Und da kann ich bei meiner Aufstellung heute nicht allzu viel falsch gemacht haben, was die Abwehr angeht. Markus hat ein überragendes Spiel gemacht hinten. Und auch die zwei Youngsters, 19-20-jährige Spieler wie Graf und Helfrich, haben die Sache sehr gut gemacht. Davon wollte ich gerade sprechen. Der Helfrich, Timo Helfrich, stand etwas in der Diskussion, bekam Kritik auch, zu Recht berechtigt, denke ich. Und heute hat er, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Ja gut, okay, das gilt nicht nur für den Timo. Aber wie gesagt, wir haben jetzt in den ersten paar Wochen immer wieder die Innenverteidigung gewechselt, verletzungsbedingt und auch was die Form anging. Und ich denke, wir haben jetzt eine Formation gefunden mit Julian und mit Timo. Es werden auch wieder schlechtere Spieler kommen. Heute haben sie beide sehr, sehr gut gespielt, aber den Jungs gehört die Zukunft. Ja, hoffentlich ist das so. Wir haben heute gegen eine spielstarke Mannschaft, sage ich mal, gegenzuhalten versucht. Das ist uns auch gelungen, weil Homburg ist eine Mannschaft, die auch das Spiel selbst machen will. Und du hast versucht, auch in der ersten Halbzeit, war es oft zu sehen, nicht zu tief zu stehen, sondern die Abwehr ein bisschen, die zwei Sechser standen im Mittelkreis, an der Mittellinie, das Spiel nach vorne zu legen. Ja klar, ich wollte den Gegner, die haben sehr viele Techniker drin gehabt, die nach vorne sehr gefährlich sind. Ich wollte das Spiel weit von meinem Tor weghalten, wollte eine Lücke lassen zwischen Abwehr und zwischen Torwart. Und das ist uns zeitweise ganz gut gelungen. Und wie gesagt, wir haben das Spiel trotz alledem, trotz der Hektik, was hier war, gut im Griff gehabt. Etwas kam dann ein wenig zu kurz, das Sturmspiel aus dem Mittelfeld heraus. Heute habe ich den Aydin Seric nicht so gut gesehen. Novic vorne war ein bisschen alleingelassen dann. Wir hatten gute Chancen, aber ganz wenige, sage ich mal. Ja gut, okay, wir sind nicht zu vermessen, wir fahren nach Homburg und wir spielen uns hier 10 Möglichkeiten. Wir hatten heute 3-4 gute Möglichkeiten gehabt und ja, da kann mal einer reingehen, das war dann nicht der Fall gewesen, aber Aydin hatte auch die Aufgabe von mir gehabt, mit Sebastian Reinhardt nach hinten keine Lücken aufzulassen und das ist uns gut gelungen, weil wir spielen auswärts beim Tabellenzweiten und da ist wichtig, dass erstmal hinter die Null steht. Vorne an der Null müssen wir noch dran arbeiten, dass wir demnächst vielleicht auswärts danach so ein Tor schießen. Okay, dann haben wir hinten uns auch durch diese taktische Maßnahme die einige Peinlichkeiten erspart, was wir in den letzten Spielen vielleicht von der Abwehr gesehen haben. Das Traurige jetzt zum Schluss nach dem Matze Gornik, der ja mit Achillessehnenriss ausgeschieden ist, dass ein langer Ausfall wird, hat es heute den Xavier Novic getroffen. Sag mal, was Verdacht, glaube ich, auf Kreuzbandriss. Ja, so ist die erste Diagnose. Hier war ein Arzt gewesen vom FC Homburg und ein bekannter Arzt. Und der hat die erste Diagnose gestellt, das war Verdacht auf Kreuzbandriss. Das Knie ist gleich mit Blut vollgelaufen. Das deutet darauf hin, dass irgendwas gerissen ist. Und wie gesagt, das ist natürlich das Traurige an dem Freitagabend. Wie gesagt, ich freue mich über das 0-0, über den einen Punkt. Aber so eine Verletzung jetzt noch hinten drauf, das tut unheimlich weh. Aber wir müssen nach vorne schauen und ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber es sieht sehr schlimm aus und Xavier wird uns dann enorm fehlen. Ja, der fehlt uns enorm mit seinen Toren, aber vielleicht ist es die Chance einmal für den Marc Hoffmann, dass der vielleicht sich hier profilieren kann. Wir müssen weiter nach vorne schauen, hast du gesagt, wir schauen nach Algesheim und haben ein weiteres Auswärtsspiel, nochmal das dritte jetzt hintereinander und ich schätze die jetzt mal nicht so stark an wie Borussia Neunkirchen oder FC 08 Homburg. Vielleicht ist da ja was zu machen. Ja klar, wie gesagt, wir dürfen nicht davon reden, jetzt der FKP-Mannsens, wir sind eine gute Mannschaft. Wir fahren nach Waldalgesheim und wir müssen hinten genauso konzentriert arbeiten. Und nach vorne werden wir da mehr Möglichkeiten haben wie heute beim FC Homburg. Und dann müssen wir das entscheidende Tor machen oder die entscheidenden Tore machen und dann werden wir in Waldalgesheim gewinnen. Wir fahren da hin und mit einer breiter Brust. Wir haben jetzt zweimal auswärts nicht verloren, in Neunkirchen und Homburg. Und bei allen Rückschlägen, die wir im Moment einstecken müssen, fahren wir dahin mit einer dicken Brust und wollen da gewinnen. Ja, dann ist kein Gewitter in Waldalgesheim. Beim nächsten Mal macht der FK Pirmasens das Gewitter dort und wir holen dort 3 Punkte, hoffe ich doch mal. Ja? Okay, Dankeschön. Merci.